Ja, Mann. Danke, Hitbox. War eigentlich fies, aber naja. Was soll man machen? Er rennt zum Survivor, wollen wir wetten? Das sind die schlimmsten. Das sind die schlimmsten Survivor, die es gibt. Obwohl die kurz vorm Sterben sind, wollen sie trotzdem noch zum Dings und Retter spielen. Der hat wahrscheinlich Borrowed Time. Hat er nicht! Oh mein Gott! Also, ich war mir jetzt sicher, dass das hatte, aber okay, wir machen es anders. Hast du gezeigt, wo du langgelaufen bist? Ja, hier lang. Warte mal, wen hatte ich da denn noch als Survivor? Oh, Kenny lebt wieder. Kenny. Kenny. Ich glaube, du solltest vielleicht mal South Park gucken. Da heißt es immer, Kenny wird sterben. Immer. Du Sch... Hässiger Vogel, Alter. Du bist derjenige, ne? Das war jetzt nicht dein Ernst, oder? ...20 Kilometer entfernt gewesen, was macht er? Schmeißt die Palette runter, ja? Warum noch nicht? Sind beide verletzt? Jetzt aber. Mac. Ich komme hinterher. Ich mach mal mit, ja? Herr läuft mir direkt vor die Füße, ey. Was ist denn los mit dir? Und er macht schon wieder. Er macht es schon wieder. Nee, ohne Scheiß. Also ja, er kann es machen, wenn er Borrowed Time hat oder so, ne? Aber nicht so, mein Gott. Wenn ich jetzt Mac wäre, würde ich ihn verrecken lassen. Hat er nicht getan, hat er nicht getan. Scheiße, Mann. Und du bist hier hinter, oder? Jo, Christian. Danke für dein Prime. Vielen herzlichen Dank. Und willkommen im 16. Monat. Danke dir.
Na, heb ihn doch auf. Naja, das sind Perks. Wenn ich den einen oder anderen Survivor schon eher sehe, zum Beispiel die dort hinten, die dort, das ist, die werden mir jetzt, glaube ich, angezeigt, weil sie sich gerade geheilt haben oder ich den Typen aufgehängt habe. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Die haben sich hier irgendwo geheilt. Die Frage ist nur, wo? Ach da. Hi. Der muss sterben. Er muss. Er muss. Du, ihr müsst noch 4 Gens machen. Ich hab Zeit. So, ich lasse jetzt Mac die Chance, dass sie die Luke nicht findet. Nächste Runde gewonnen. So.